Ja, wir sind in der Geschichte des Auszugs aus Ägypten. Das Buch heißt auch griechisch heißt es, Exodus. Und das heißt Auszug. Es ist der Auszug aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei. Das Volk Israel, das von einem bösen Herrscher unterdrückt und in Sklaverei geführt wurde, geknechtet, zu Lastarbeit gezwungen. Und Gott sagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich kenne seine Schmerzen. Ich kenne seine Schmerzen. Gott kennt unser Elend. Er kennt unsere Situation als Menschen. Und er sieht nicht nur vom Himmel herab und schaut tief hinein in unser Elend, tief hinein in unser dunkles Herz. Nein, er ist hinabgekommen in den Staub und ist selber Staub geworden. Ein Mensch so wie du und ich. Er kennt uns, weil er unser Leben geteilt hat. Er kennt unser Elend, in das uns unsere Sünde selbst hineingebracht hat. Und er kennt diese harte Hand Satans. Er weiß, was es heißt, geschlagen zu werden, erniedrigt zu werden, gedemütigt zu werden, unterdrückt zu werden. Er weiß, was es heißt, versucht zu werden. Gott kennt unsere Schmerzen, unser Elend als schwache Menschen, die wir gefallen sind in die Sünde und in die unter der Herrschaft Satans stehen. Und er ist gekommen und Mensch geworden, um uns daraus zu befreien, so wie er Mose als Befreier gesandt hat und ihn vorher geschliffen hat im Elend, wie er ihn zu einem Flüchtling und einem Fremden gemacht hat in Midian, wie er ihn über 40 Jahre hat die Schafe seines Schwiegervaters hüten lassen. Einfache Arbeit, untergeordnet. Und dann in hohem Alter, eigentlich schon reif fürs Altersheim, ihn berufen hat, du sollst jetzt mein Volk Israel herausführen aus Ägypten. Es ist doch eine wunderbare Geschichte, oder? Ich finde es schön, dass wir jetzt hier so mittwochs da durchgehen. Es ist so, geht so tief. Nicht umsonst ist es die zentrale Geschichte des jüdischen Volkes, des jüdischen Glaubens. Und nicht umsonst hat Gott hier das erste große Fest installiert in Israel. Dies ist der Anfang der Monate des Jahres. Dies soll der neue Anfang sein. Das ist wichtiger, das ist größer als die Schöpfung. Die Schöpfung ist groß, sie ist wunderbar, sie steht ganz am Anfang der Bibel, sie ist herrlich. Und Gott sei gepriesen als der Schöpfer aller Dinge. Und doch ist er Schöpfer auch einer neuen Schöpfung. Und die beginnt mit dem Erlösungswerk. Und so ist das ein deutliches Zeichen, dieses Passafest. Das ist das Fest, was das israelitische Volk immer und immer wieder feiern sollte. Und da steigen wir jetzt ein in Kapitel 12, Vers 14. Entschuldigung, bin verrutscht. Ich weiß nicht genau, ob wir den letztes Mal schon gelesen hatten, aber
Es geht hier um das Passafest, das Schlachten des Lammes. Und wie Paulus sagt, dieses Passafest ist für uns sehr bedeutungsvoll, weil es unser Passalamm, weil wir auch ein Passalamm haben. Obwohl wir keine Juden sind, obwohl wir nicht zum Volk Israel gehören, obwohl das nicht unser Gründungsdatum sozusagen ist als Volk Israel, als Volk Gottes, sondern Paulus sagt, das Passafest hat sich in einer höheren Weise erfüllt in Christus, denn Christus ist unser Passalamm. Er ist dieses Lamm, das geschlachtet wurde für uns, dessen Blut vergossen wurde und durch dessen Blut wir geheiligt und gereinigt sind von unserer Sünde, durch das wir beschützt und bewahrt sind vor dem Verderben. Das Blut Christi, er hat es vergossen für dich und für mich. Er schenkt es uns. Deswegen feiern wir Abendmahl. Er schenkt uns sein Blut, sein Leben. Und dieses Leben, was er hingibt, diese Liebe, die sich selbst hingibt, so weit, bis es sein Leben verliert, diese Liebe, sie schützt uns, sie bewahrt uns. Was für ein wunderbares Fest, das wir feiern dürfen, heute Abend wieder. Es ist die Fortführung des Passafestes. Im Abendmahl wird das Passafest weitergeführt. Und so steht es hier: Dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Das bedeutet nicht, dass wir als Christen jetzt bis in alle Ewigkeit Passafest feiern sollen. Wir sehen in Offenbarung, da wird uns gesagt, im Himmel wird die Engel machen sich auf die Suche nach einem, der das Buch mit den sieben Siegeln öffnen kann, der endlich das Ende der Zeit herbeiführt, der endlich, ja, diese Sehnsucht erfüllt, von der wir gesungen haben. Und dann wird gesagt, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und wer tritt auf die Bühne? Das Lamm. Und es kommt wie geschlachtet. Es ist das Passalamm, es ist unser Lamm, Christus. Und ihn feiern wir im Abendmahl. Das hat er seinen Jüngern gesagt. Dies tut zu meinem Gedächtnis, zur Erinnerung an mich. Dieser Tag soll eine Erinnerung sein. Es wird viel, oft im Neuen Testament auch, von Erinnerung gesprochen. Wie gesagt, die Israeliten hatten die Feste, die sie immer wieder erinnern sollten an das, was Gott getan hatte. Und ja, Erinnerung an Gottes Wirken, an Gottes Wunder ist etwas, was ganz oft in der Bibel uns gesagt wird. Erinnert euch, tut dies zur Erinnerung an das, was Gott getan hat. Erinnert euch an die Taten Gottes. Letztendlich ist das auch der Grund, warum Gott durch seine Propheten diese Geschichten aufschreiben lassen hat. Dass wir sie lesen, weil wir sie vergessen. Weil sie vergessen werden, weil sie irgendwann vielleicht nicht mehr weitererzählt werden. Und da hat Gott dafür gesorgt, dass sie aufgeschrieben werden, sodass, wenn sie nicht mehr erzählt werden, irgendeiner kommen kann in irgendeiner Generation und sagen kann, oh, ich lese das mal, was steht denn hier? Boah, krass, das hat Gott getan. So ist Gott. Wunderbar. Es dient zur Glaubensstärkung. Aber manchmal sind diese Geschichten, berichten diese Geschichten auch von dem Gericht. Wir sehen in dieser Geschichte ja nicht nur den Auszug des Volkes aus Ägypten, wir sehen ja nicht nur die Befreiung des Volkes Israel, sondern wir sehen auch das Gericht über Pharao, über die Götter Ägyptens und auch über die Stolzen, im Volk Ägypten, die Israeliten versklavt haben,
Und diese Dinge, die auch berichtet werden durch das Wort Gottes, an die sollen wir uns auch erinnern. Jesus hat das einmal gesagt in einer bestimmten Stelle in Bezug auf sein Wiederkommen. Er sagt, seid bereit für das Kommen des Herrn. Erinnert euch an Lots Frau. Und das ist eine Warnung. Seid nicht wie die Frau von Lot und dreht euch um, weil ihr gefangen seid, weil ihr hängt an den Schätzen dieser Welt. Sondern Jesus soll euer Schatz sein, euer Ein und Alles. Und wenn er kommt, dann ist das die Erfüllung eures größten Traums, eures größten Wunsches. Und dann braucht ihr euch nicht umzudrehen. Dann sagt ihr, Halleluja, der Herr kommt. Ich bin dabei. Denkt an Lots Frau. Erinnert euch an Lots Frau. Schaut euch nicht um. Schaut nicht nach hinten. Schaut nach vorne. Schau nicht auf deine Vergangenheit, auf die schönen Dinge, auf die schlimmen Dinge. Das liegt alles hinter dir. Paulus sagt es so. Ich vergesse, was hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und ich darf das, was hinten ist, vergessen. Warum? Weil Christus für mich gestorben ist. Weil er sein Blut vergossen hat für meine Schuld. Und weil durch sein Opfer ich auch fähig bin, denen zu vergeben, die schuldig an mir geworden sind. Und dadurch bin ich frei von meiner Vergangenheit und darf in die Zukunft schauen, darf mich ausstrecken zu dem Wiederkommen meines Herrn, zu der endgültigen Erlösung. Dieser Tag soll eine Erinnerung sein. Erinnerung. Ja, Gott ermutigt uns und fordert uns auch auf, uns an das Wort Gottes zu erinnern, an das, was er gesagt hat, an das, was er geschrieben hat. Und das ist, Geschwister, so wichtig. Und wisst ihr, wir haben einen Helfer. Gott hat uns einen Helfer gesandt, weil er uns kennt in unserer Schwachheit, dass wir so vergesslich sind. Er hat uns einen Helfer gesandt, das ist der Heilige Geist. Und der wird euch erinnern an alles, was ich euch gelehrt habe. Gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben und der erinnert dich an das, was Jesus gesagt hat, an das, was Gott gesagt hat. Aber der Heilige Geist hat auch diese Schrift inspiriert. Das ist auch Teil seines Wirkens als Heiliger Geist, dass die Erinnerung hier geschrieben ist. Und da brauchst du auch einfach nur zu lesen, brauchst nur die Bibel aufzuschlagen und darin zu blättern und darin zu lesen. Und du wirst erinnert an das, was Gott gesagt hat. Und diese Erinnerung an Gottes Wort, die hilft dir, die Dinge zu verstehen. Jesus hat gesagt, wenn diese Dinge dann passieren, von denen ich euch jetzt erzähle, dann erinnert euch an das, was ich gesagt habe und ihr werdet verstehen, ich bin in Kontrolle, ich habe alles unter Kontrolle. Ich wusste das schon vorher, ich habe es euch vorher gesagt, jetzt seht ihr diese Dinge und seid nicht überrascht. Gott bereitet uns vor durch sein Wort. Und wenn wir uns erinnern an das, was er gesagt hat, dann können wir die Dinge verstehen, die wir jetzt durchleben. Es stärkt uns in unserem Glauben, in unserem Vertrauen, dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er wusste ja schon, was passiert. Und er hat noch viel mehr Dinge gesagt über das, was noch kommen wird. Und deswegen kann ich ihm vertrauen. Und die Erinnerung an sein Wort hilft mir, in bestimmten Situationen zu wissen, was ich tun muss. Wenn ich in Entscheidungssituationen stehe, wenn ich irgendwie nach seinem Willen frage, die Erinnerung an sein Wort hilft mir, seinen Willen zu erkennen. Uns wird auch gesagt, erinnere dich an die treuen Glaubensgeschwister. Denk über den Lebenswandel deiner Vorbilder nach. Dann hast du ein Vorbild, dem du nachfolgen kannst. So wie Paulus gesagt hat, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Und Jesus ist natürlich die Nummer eins. Petrus sagt, er hat uns ein Beispiel hinterlassen, dass wir seinen Fußstapfen folgen. Aber es sind auch andere Glaubensgeschwister da. Wie gesagt, Paulus,
Petrus, Johannes, auch Schwestern, na, wie Ruth aus dem Alten Testament. Na, und dann aber auch lebende Beispiele, na, die wir persönlich kennengelernt haben. Und das hilft uns, das ist ein Vorbild für uns und für unseren eigenen Weg, für unser eigenes Handeln. Die Erinnerung, denk daran, erinnere dich an das, wie deine Glaubensvorbilder gegangen sind. Denk darüber nach. Erinnere dich auch an das, was Gott wichtig ist, an die Menschen, die hilfsbedürftig sind. Erinnere dich an die Hilfsbedürftigen, dass du bewegt, in Bewegung bleibst, getrieben von der Liebe Gottes. Die Erinnerung soll dir helfen, dass du nicht ein selbstsüchtiges Leben lebst, sondern für andere lebst. Dass du an Menschen denkst einfach. Auch das ist etwas, wo uns der Heilige Geist hilft und uns manchmal Menschen in Gedanken ins Gedächtnis ruft. Manchmal durch einen Traum. Ne? Und ich bin mir sicher, Gott, wenn Gott mich manchmal Leute im Traum sehen lässt und manchmal so real, ne, dass ich denke, ich fühle regelrecht, wie ich sie umarme oder wie ich, ne, ihnen begegne. Das ist nicht häufig so, aber es passiert manchmal. Dann hat das eine Bedeutung. Dann will Gott, dass ich für sie bete, dass ich, ja, oder vielleicht, na, irgendwie Kontakt aufnehme. Gott ermutigt uns in seinem Wort auch, uns daran zu erinnern an unser altes Leben, wo wir herkommen, an die Verlorenheit, in der wir gelebt haben, bevor wir gerettet wurden. Erinnere dich daran, wie du verloren warst, wie du keine Hoffnung hattest. Wie finster dein Leben war, als du Jesus noch nicht gekannt hast. Erinnere dich daran. Und zwar nicht, damit ich ein schlechtes Gefühl habe und ein schlechtes Gewissen, sondern als Anlass zum Dank für das, was Gott getan hat in meinem Leben, wie er mich befreit hat. Oh Herr, wie wunderbar ist es, es war so furchtbar ohne dich, aber jetzt habe ich Licht, jetzt habe ich Liebe, jetzt habe ich ein Ziel, jetzt habe ich einen Sinn. Und auch, es ist eine Hilfe zur Demut, Geschwister, auch an diesen Zustand zu denken, ja, ich komme auch aus dieser Finsternis. Das lässt uns, bewahrt uns davor, hochmütig zu sein gegenüber anderen, die noch in der Dunkelheit und in der Finsternis sind. Und es hilft uns dann auch, barmherzig mit diesen Menschen zu sein. Und dann ein letzter Punkt, den ich gefunden habe, wenn es um das Erinnern geht in der Bibel, ist, dass Gott uns auffordert, uns daran zu erinnern, an die tiefe Liebesbeziehung, die wir zu ihm vielleicht einmal hatten und jetzt nicht mehr haben. Erinnere dich daran, wie tief und innig du mit Gott verbunden warst durch Jesus. Vielleicht am Anfang deines Glaubenslebens oder vielleicht auch später. Und dann kehre um. Das soll ein Anreiz zur Umkehr sein, dass du dich daran erinnerst, an diese besonderen Zeiten, wo du so intensiv hingegeben mit Jesus gelebt hast und ihm gedient hast. Erinnerung ist also etwas unheimlich Wichtiges. Deswegen gibt Gott seinem Volk immer wieder Feste zum Erinnern. Deswegen verbindet er das Alte und das Neue. Deswegen hat er so viele Dinge im Voraus gegeben. So viele, ja, wir sagen Typen oder so viele Vorbilder, ne, die sich dann später in Christus erfüllen, also das Passahlamm als ein Bild, als etwas, was nicht mehr als ein Bild ist, denn das Volk Israel hat es ja an einem lebendigen Leib erlebt
und sie haben es gegessen und geschmeckt und gesehen, dass der Herr freundlich ist. Es ist mehr als nur ein Bild, es ist ein richtiges Erleben der Güte Gottes. Und doch ist es nur ein Vorläufer von dem, was eigentlich kommt, Christus. Und wenn wir das Abendmahl essen, da ist es genauso. Jesus sagt, ich freue mich so auf dieses Mahl, das wir essen werden, wenn ich wiederkomme. So ist dieses Mahl, was wir hier feiern, auch ein Vorgeschmack auf das Fest, das wir feiern werden mit Jesus, an einem Tisch sitzen, essen und trinken und uns freuen. Und so ist Erinnerung in beide Richtungen. Wir blicken zurück und erinnern uns an das, was gewesen ist. Und Gott erinnert uns an das, was er verheißen hat für die Zukunft. Ihr sollt es als ewige Ordnung in all euren Generationen sollt ihr ihn feiern. Diesen Tag der Befreiung. Dieser Tag, der ein Tag in der Vergangenheit ist. Ein Tag, an dem die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind. Ein Tag auf Golgatha, wo Gott die Sünde der ganzen Welt auf seinen Sohn gelegt hat und er für die Sünde der ganzen Welt Sühnung geleistet hat. Ein Tag, der kommen wird, wo Jesus wiederkommt und uns zu sich nehmen wird. Dieser Tag, ihr sollt ihn feiern, in diesem Fest. Es geht dann weiter in Vers 15 und Gott fügt hier etwas hinzu. Er sagt, dies ist das Passamahl, das ist das Passalamm, das ist die Schlachtung des Passalamms. Wie gesagt, so ein starker Vorgeschmack auf Jesus, auf Christus, auf sein Opfer. Und dann fügt er aber dieses Fest der ungesäuerten Brote hinzu. Er hat schon vorher gesagt, dass die Israeliten ungesäuertes Brot essen sollen. Und zwar in Vers 8. Und jetzt erweitert er das Ganze und sagt in Vers 15, 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ja, gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun. Denn jeder, der Gesäuertes isst, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom ersten Tag bis zum 7. Tag. Und am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Und ebenso am 7. Tag eine heilige Versammlung. An diesen Tagen darf keinerlei Arbeit getan werden. Nur was von jeder Seele gegessen wird, das allein darf von euch zubereitet werden. So haltet denn das Fest der ungesäuerten Brote. Denn an eben diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für all eure Generationen. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage darf kein Sauerteig in euren Häusern gefunden werden. Denn jeder, der Gesäuertes isst, diese Seele soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden. Er sei ein Fremder oder Einheimischer des Landes. Nichts Gesäuertes dürft ihr essen in all euren Wohnsitzen, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Das ungesäuerte Brot. Was ist das für ein Brot? Das ist Brot, was einfach nur aus Mehl und Wasser hergestellt wird. Ganz einfacher Teig, ohne Sauerteig, ohne Hefe. Und dieser Teig kann ganz schnell gemacht werden und ganz schnell gebacken werden. Das ist der Grund, das erste Mal, wo vom ungesäuertem Brot die Rede ist, ist in 1. Mose 19, in Sodom, als die Engel Gottes in diese Stadt hineinkommen, um Gericht auszuüben, kommen sie in die Stadt und Lot lädt sie sich zu sich nach Hause ein. Und er bereitet Essen für sie, ungesäuertes Brot. Warum? Weil es so schnell geht.
Du kannst ungesäuertes Brot ganz schnell zubereiten, weil es eben nicht die lange Zeit braucht, wo die Hefe erst ihre Wirkung entfalten muss und den Teig durchsäuern muss, sodass der Teig aufgeht und dann diese schöne Brotform hat. Ne? Nein, dieser Teig bleibt flach. Der geht nicht auf. Es ist einfach nur flaches Brot. Das ist das ungesäuerte Brot ohne Sauerteig. Und wir sehen dann im Neuen Testament, dass Gott diesem Sauerteig und diesem ungesäuerten Brot eine wichtige Bedeutung beimisst. Und das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, da wo auch Paulus sagt, unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. An derselben Stelle spricht er auch über das Fest der ungesäuerten Brote. Und es gab einige Juden in dieser Gemeinde von Korinth, so dass sie natürlich das Bild sofort verstanden, weil sie das Passahfest sehr gut kannten, darin aufgewachsen sind. Für die Heiden war es natürlich etwas Neues, aber sie wurden natürlich auch im Wort gelehrt. Und Paulus hat immer auch aus dem Alten Testament heraus gelehrt, besonders in den Synagogen, wo eben auch Juden da waren. Und als dann die Gemeinde aus der Synagoge herausgehen musste, weil eben eine Menge Juden eben auch nicht Christus angenommen haben, Jesus als den Christus, da hat er trotzdem weiterhin auch das Wort Gottes gelehrt, weil es so bildhaft ist und so klar uns vor Augen führt, dass Gott alles unter Kontrolle hat, seinen Plan durchführt. 1. Korinther 5. Und da sagt er in Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Was meint er hier? Er meint Folgendes. Korinth war eine Gemeinde, die groß war. Paulus hatte eine große, oder Gott hatte zu Paulus gesagt, ich habe eine große Gemeinde in dieser Stadt. Paulus war sehr erfolgreich gewesen in Korinth mit der Predigt des Evangeliums. Viele Menschen hatten sich bekehrt. Viele waren, wie gesagt, aus dem Heidentum auch gekommen und hatten sich zu Jesus bekehrt. Und Paulus war im Heiligen Geist wirklich frei, diese Freiheit in Christus ihnen zu predigen. Und das war ein großer Kampf in dieser Zeit. Es ging um diese Fragen des Gesetzes. Sollen wir auch Juden werden, müssen wir uns beschneiden lassen? Und einige Zeit davor war eben das Apostelkonzil gewesen. Und Paulus war ermutigt darin, dass Gott bestätigt hatte, das, was er selber schon empfangen hatte von Jesus, dass das die Wahrheit ist. Er hatte das bestätigt auch durch die anderen Brüder. Jakobus, Petrus, sie haben alle zusammen gesehen und gespürt und gemerkt, der Heilige Geist macht es deutlich. Die Heiden werden angenommen, ohne dass sie erst Juden werden müssen. Also diese Freiheit in Christus vom Gesetz. Zu wissen, der Heilige Geist ist derjenige, der uns heiligt. Er ist auch derjenige, der uns erfüllt und fähig macht zu lieben. Und das ist der Kern des Gesetzes, die Liebe. Da brauchen wir kein Gesetz, da haben wir Jesus in uns, der uns Gesetzgeber ist, der uns leitet, der uns führt, dass wir lieben, so wie Christus uns geliebt hat. Aber die Situation entgleiste, weil die Korinther diese Freiheit des Evangeliums missverstanden haben, beziehungsweise manche sie gebraucht haben, wie Paulus das so schön in Galater sagt, als Anlass für das Fleisch. Sie haben gesagt, oh, wir haben Freiheit, alles ist erlaubt. Na gut, dann lass uns alles tun, denn wir sind ja unter der Gnade. Gott vergibt uns ja alles. Dann können wir doch alles machen, was wir wollen. Aber das, was wir dann tun,
Was wir wollen, ist nicht der Wille Gottes, sondern ist der zerstörerische Wille des Fleisches, das uns in die Sünde führt. Und das meint Paulus hier. Euer Rühmen ist nicht gut. Ihr rühmt euch, dass ihr die freien Christen seid. Diejenigen, die kein Gesetz mehr nötig haben, sondern den Heiligen Geist in sich haben. Die befreit sind von allen Fesseln, die alles tun können. Weil am Ende wird dieser Körper ja sowieso vergehen und die neue Welt, ja, mit Christus sind wir jetzt schon verbunden, sind wir jetzt schon auferstanden. All diese Dinge geisterten da in dieser Gemeinde rum, alle möglichen kruden Lehren. Und da musste Paulus diesen Brief schreiben, wo er sehr hart teilweise auch mit den Geschwistern ins Gericht geht. Und er sagt, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Und da steht der Sauerteig für etwas, was böse ist. Etwas, was verunreinigt. Was ja, diesen Teig dazu bringt, sich aufzublähen, anstatt flach und demütig zu bleiben. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Interessant, er sagt nicht, fegt den alten Sauerteig aus, damit euer Haus rein ist, sondern dass ihr ungesäuert seid. Das ist interessant. Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Aber Paulus erklärt uns auch in 1. Korinther 10, dass wir der Leib Christi sind. Und das Brot, was wir essen, ist ein Symbol auch, dass wir sind dieses Brot. Und so sagt er auch, dieses ungesäuerte Brot, ihr seid der ungesäuerte Teig. Ihr seid dieser gereinigte, geheiligte Teig für dieses besondere Fest Gottes. Ihr sollt ein ungesäuerter Teig sein. Aber dafür muss der alte Sauerteig ausgefegt werden. Und das ist eine Sitte, die es bis heute unter den Juden gibt, wenn das Passafest vor der Tür steht und damit auch der Beginn des Festes der ungesäuerten Brote, eine Woche lang, wo nur Ungesäuertes gegessen wird, auf dem Speiseplan. Der Speiseplan ist ganz genau darauf abgestimmt. Und dann wird tatsächlich das ganze Haus sauber gemacht. Alles wird bis in den kleinsten Winkel gesäubert, sodass nirgendwo auch nur ein Krume von ungesäuertem Brot zu finden ist. Jeder kleinste Krümel muss raus. Und da sind sie ganz konsequent und sind uns ein Vorbild. Wir sehen das. Und denken, ist ja krass, wie kann man in seiner Religiosität so radikal sein und sowas Kleinliches tun, wie sein ganzes Haus so sauber machen, dass da kein einziger Krümel mehr zu finden ist. Nirgendwo, in keiner Ecke, in keinem Winkel. Ne? Aber diese Radikalität, sagt Paulus, das soll für uns ein Antrieb sein, ein Ansporn sein. Feiert auch ihr das Fest der ungesäuerten Brote. Seid ein ungesäuerter Teig. Lasst nicht zu, dass Sauerteig in euch Raum gewinnt und dann den ganzen Teig durchsäuert. Und das ist das Krasse, Jesus hat das in dem Gleichnis vom Sauerteig auch so deutlich gemacht. Da hat eine Frau Unmengen an Mehl und sie hat so einen kleinen Sauerteig und sie knetet das alles durch, bis es alles durchsäuert ist. Der Sauerteig ist klein, aber entfaltet eine große Wirkung. Und in Jesus' Gleichnis, da streiten sich die Ausleger drüber. Es gibt einige, die das so auslegen, andere, die das so auslegen.
das lassen wir mal zur Seite. Hier ist es aber sehr eindeutig, wie Paulus es meint. Er sagt, fegt den alten Sauerteig aus. Darum lasst uns das Fest feiern in Vers 8. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem, der Lauterkeit und Wahrheit. Rein, lauter, wahr, wahrhaftig, nicht vermischt mit Bosheit und Schlechtigkeit. Das soll ausgefegt werden. Jesus hat auch einmal über Sauerteig gesprochen mit seinen Jüngern und das finden wir in, jetzt muss ich, jetzt muss ich mal gucken, wo das steht, Markus 8, Markus 8, Vers 14, und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot, Jesus und seine Jünger. Und Jesus gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander, da sagt er, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht, hier wieder Erinnerung, ne? Als ich die 5 Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sagen zu ihm, 12. Als ich die 7 unter die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen 7. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Also die Jünger bleiben auf dieser materiellen Ebene. Jesus spricht von irgendwelchem Brot. Da müsste es ja irgendwie um unser Brot gehen, was wir vergessen haben. Der schimpft bestimmt mit uns. Und Jesus sagt, nein, es geht um was ganz anderes. Sauerteig der Pharisäer, Sauerteig des Herodes. An anderer Stelle spricht Jesus und deutet dieses Gleichnis und sagt, er meint das, den Sauerteig der Heuchelei. Und beide sind Heuchler. Pharisäer, die Pharisäer sind Heuchler, sie sind Heuchler in ihrer Gesetzlichkeit. Dadurch, dass sie einen frommen Maßstab aufrichten, den sie selber nicht halten können, werden sie in diese Gefangenschaft hineingeführt, dann vortäuschen zu müssen, dass sie diesen Standard einhalten. In Wirklichkeit, in der Tiefe ihres Herzens aber, sind sie genauso Sünder wie alle anderen. Und selbst da, wo sie diese Lüge selber glauben, zeigt sich ihre Sündhaftigkeit, trotz aller Bemühungen im Gesetz Gottes, in ihrer Verachtung derer, die diesen Standard nicht halten. Und der Sauerteig des Herodes ist auch ein Sauerteig der Heuchelei. Der Herodes war, oder die Herodianer, diejenigen, die das Königshaus des Herodes ausgemacht haben und unterstützt haben, waren diejenigen, die auf der einen Seite total frei gelebt haben, philosophisch unterwegs waren, der griechischen Kultur völlig aufgeschlossen, letztendlich als Heiden mehr oder weniger gelebt haben und auf der anderen Seite aber die Religion gefördert haben, um bei dem Volk ankommen zu können. Ja, und so hat Herodes den Tempel prächtig ausbauen lassen und gleichzeitig hat er aber auch heidnische Städte mit für Juden damals völlig undenkbar, Gymnasien, das waren damals Sporthallen oder Sportstätten, wo die Leute nackt Sport getrieben haben, ne, undenkbar für die Juden.
Also er war zweigleisig unterwegs und auch ein Heuchler. Also hütet euch vor diesen beiden Wegen der Heuchelei, dem Liberalismus und der Gesetzlichkeit. Fegt den alten Sauerteig aus. Und Paulus bezieht es im 1. Korinther 5 darauf, auf die Situation in der Gemeinde. Duldet die Sünde nicht. Lasst es nicht zu, dass Geschwister unter euch in der Sünde leben und trotzdem mittendrin in der Gemeinde mitmachen, mit dabei sind. Lasst es nicht zu. Ermahnt einander. Es soll kein Sauerteig da sein, der gären kann in der Gemeinde, der sich ausbreiten kann, der andere ansteckt, und sodass sie auch zu Heuchlern werden. Und wie gesagt, Korinth war eher das Problem des Libertinismus, der Freiheitlichen, sogenannten Freiheitlichen. Sie haben gemacht, was sie wollten und haben letztendlich den Willen des Fleisches und den Willen der Sünde erfüllt. Haben in der Sünde gelebt und trotzdem den Herrn gepriesen und gesagt, ja, gelobt sei der Herr für alle Freiheit, die er mir gegeben hat, von der Sünde, für alle Vergebung, und haben trotzdem genauso weitergemacht wie vorher und haben es teilweise noch schlimmer getrieben als die Ungläubigen. Da sagt Paulus, das geht nicht. Schreitet ein. So wie Jesus es uns gelehrt hat. Was hat Jesus gesagt? Wenn dein Bruder sündigt, dann gehe zu ihm hin und überführe ihn und sage, hey, Junge, das bringt dich ins Verderben. Das trennt dich von Gott. Das kannst du nicht machen. Kehre um. Und wenn er auf dich hört, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Ja, es geht darum, Menschen für Christus zu gewinnen. Wir wollen gemeinsam ins Ziel laufen. Wir wollen gemeinsam dieses Fest feiern. Wir wollen alle zusammen ankommen. Alle sollen dabei sein am Ende. Keiner soll verloren gehen. Und deswegen rennt Jesus ständig irgendwelchen verlorenen Schäfchen nach, damit sie alle zusammen ans Ziel kommen. Und Paulus sagt, und da ist er echt sehr radikal in diesem Kapitel, er sagt, wenn es sein muss, und Jesus hat es auch gesagt, Matthäus 18, wenn tatsächlich ein Schaf so bockig ist, dass es nicht hören will, nicht auf seinen Bruder, nicht auf seine Schwester hören will, nicht auf zwei oder drei, die zusammenkommen und sagen, hey Junge, das geht nicht, das ist nicht meine persönliche Meinung, das ist Gottes Meinung, frag Bruder XY, frag Schwester so und so. Das ist nicht meine Privatmeinung, ist nicht unsere Privatmeinung, sondern es ist Gottes Meinung, dass das, was du da tust, Sünde ist. Kehre um davon. Nee, das ist mein Weg, den gehe ich. Was habt ihr mir schon zu sagen? Jesus sagt, wenn das so ist, dann soll er von der Gemeinde, von der ganzen Gemeinde, dieses Wort bekommen. Wie das aussieht, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt und sehr unterschiedlich praktiziert. Aber es ist deutlich, die ganze Gemeinde soll sich dahinter stellen, hinter dieser Ermahnung. Vielleicht in Form der Gemeindeleitung, die dann einem Menschen sagt, hey, wenn du diesen Weg weitergehst, landest du im Verderben. Das kannst du nicht weiter so machen. Du musst umkehren. Du machst dem Herrn Unehre. Und du durchsäuerst den ganzen Leib mit deiner Sünde. Hör auf damit. Wenn dann ein Schäfchen sagt, nee, ich mach das nicht. Und oft ist es dann sehr dramatisch. Nein, ich kann das nicht und dies und das und dies und das. Aber letzten Endes ist Widerstand da und keine Bereitschaft, den Herrn zu suchen und ihn zu bitten, zu helfen, aus der Sünde herauszukommen. Und Gott hilft jedem Sünder, der ernsthaft schreit, Herr, ich komme hier nicht raus, ich bin so schwach, ich hänge fest in der Sünde, aber bitte hilf mir. Dann greift Jesus zu und sagt, komm raus, ich helfe dir. Ich vergebe dir.
schenke dir Gnade, Barmherzigkeit. Du darfst wieder neu anfangen. Ja, ich reinige dich. Durch mein Blut bist du gereinigt. Nicht durch deine Gerechtigkeit. Durch mein Blut bist du gereinigt und geheiligt. Du bist angenommen, du bist geliebt, nach wie vor, immer noch. Obwohl du die ganze Zeit so bockig warst, obwohl du die ganze Zeit nicht gehört hast, obwohl du so viel Widerstand geleistet hast und der Gemeinde so viel Probleme bereitet hast, du bist trotzdem immer noch geliebt und angenommen. Und ja, du bist einer von uns, du bist ein Bruder, du bist eine Schwester. Aber selbst dann, wenn dieser Mensch sagt, nein, ich will nicht hören, und Paulus sagt, dann müsst ihr als Gemeinde eine harte Entscheidung treffen und sagen, mein lieber Bruder, es tut uns im Herzen weh, aber wenn du nicht bußwillig bist, und das ist das einzige Problem, wodurch ein Christ die Gemeinde verlassen muss, das einzige Problem, keine Sünde ist so schlimm, dass jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, wegen einer bestimmten Sünde. Da kann jemand Mord begangen haben und er wird nicht aus der Gemeinde ausgeschlossen. Aber wenn ein Mensch keine Buße tut, nicht bereit ist umzukehren, nicht bereit ist, sich zu beugen unter dem Wort Gottes und es anzunehmen und anzuerkennen, dass Gott Recht hat und ich im Unrecht bin und ich Reinigung, Vergebung und Erneuerung brauche und Umkehr und Buße. Das ist das Problem, was einen Menschen tatsächlich zu dieser, an diesen Punkt führt, wo die Gemeinde sagen soll. Und das darum ringt Paulus hier mit der Gemeinde. Und er sagt, ihr müsst diese Härte aufbringen. Nämlich zum Heil dieses Menschen und zum Schutz und zur Bewahrung der Gemeinde. Die Gemeinde soll ein heiliger Teig sein. Und heilig heißt nicht vollkommen, sondern heilig heißt in dieser, im Glauben an die Vergebung Gottes leben, im Glauben an Christus leben. Das heißt, ihn als Herrn anerkennen, das heißt, seine Vergebung suchen immer und immer wieder und seine Reinigung. Das heißt, uns auszustrecken nach der Heiligung, dass Gott uns verändert Stück für Stück in sein Ebenbild. Das heißt, im Glauben leben, im Glauben wandeln. Nicht Perfektion. Aber wenn wir nicht willig sind, uns von Gott was sagen zu lassen, dann sind wir Sauerteig. Dann tun wir so, als ob das ginge. Und es geht bei Gott nicht. Du kannst nicht in der Sünde leben und gleichzeitig Christ sein. Du kannst nicht beides. Du kannst nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Entscheide dich. Willst du Gott dienen oder dem Mammon? Willst du Gott lieben oder deinem Bauch? Entscheide dich. Und wenn du diese Entscheidung nicht treffen willst und mit deinem Lebensstil zeigst, jo, man kann doch beides, dann hast du keinen Platz in der Gemeinde Gottes. Dann musst du weichen, damit der Leib rein bleibt. Aber es ist auch aus Liebe zu diesem Einzelnen. Paulus sagt das hier und zwar, und zwar sagt er das hier, er sagt es in harten Worten, er sagt in Vers 5, einen solchen sollt ihr im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan überliefern. Das bedeutet, aus dem Schutz der Gemeinde ausschließen. Wisst ihr, oft machen Geschwister oder Menschen, die in der Gemeinde leben, machen das oft von selbst. Wenn sie so unbußwillig sind, dann gehen sie selber aus der Gemeinde und kommen nicht mehr und haben nicht mehr den Schutz der Gemeinde, müssen alleine gegen den Satan kämpfen, werden geknechtet und versklavt. Und das ist es. Wenn du die Sünde tust, dann bist du Sklave der Sünde. Du bist gefangen in dem Fallstrick des Teufels.
Und unsere Sache ist, in Sanftmut einen solchen zurechtzuweisen und zu beten, dass ein solcher aus den Fallstricken des Teufels wieder nüchtern wird und Buße tut und umkehrt. Also, einen solchen dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Guck mal, da seht ihr, dass es immer noch Liebe ist, was hier die treibende Kraft ist. Es geht darum, diesen Menschen, der so unbußwillig ist, der so von seinem Fleisch beherrscht ist, dass sein Fleisch zerstört wird durch diese harte Maßnahme und am Ende er Rettung erfährt, sein Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Also fegt den Sauerteig aus. Und das fängt an in mir. Das fängt damit an, dass ich, wo ich eine Tendenz in meinem Herzen merke, wo ich unbußfertig bin, wo ich nicht bereit bin zu hören, dass ich damit radikal bin. Feg das raus aus deinem eigenen Herzen. Es soll keinen Platz haben, dieses Besserwisserer, diese Besserwisserei, diese Hartherzigkeit. Diese Heuchelei. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet, dass ihr gerettet werdet. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir wirklich Koinonia miteinander, Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Aber es gibt eine Bedingung, lebe im Licht. In der Wahrheit, in der Lauterkeit. Sonst verunreinigst du den ganzen Leib. Und das Ganze durchsäuert sich mehr und mehr. Das Fest der ungesäuerten Brotes, etwas, auch dieses Fest soll weiter und weiter gefeiert werden durch die Generation. Und Paulus macht uns offenbar, es geht hier nicht darum, dass wir hier unsere Wohnung einmal im Jahr säubern von jedem Brotkrümel. Aber unser Herz und die Gemeinde, sie soll gereinigt werden, sodass wir ein ungesäuerter Teig sind, zur Ehre des Herrn. Und so steht es in 1. Korinther 10, und damit gehen wir jetzt zum Abendmahl über. Da steht, in Vers 14, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Also, anderen Göttern zu dienen. Und selbst, ja, Paulus hat es natürlich bezogen auf diese vielen Götter, die es in Griechenland gab. Aber Luther hat es uns so schön deutlich gemacht. Und Jesus spricht ja auch davon, von den Göttern, die ja, nicht unbedingt wir als Götter identifizieren würden. Mammon zum Beispiel, das Geld, die Geldgier, die Habgier, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst, dient ihnen nicht als Götter. Gebraucht es. Auf die Weise, wie es Gottes Willen entspricht, wie es Gott verherrlicht. Aber dient ihnen nicht als Götzen. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Wir sind verbunden durch Christus, den wir alle gemeinsam in uns aufgenommen haben. Wir sind sein Leib. Deswegen, wenn Verunreinigung in deinem eigenen Leben ist, wenn da Sauerteig am Gären ist, dann verunreinigst du den ganzen Leib. Es geht auf andere über. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun, dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein,
aber dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Ihr merkt, hier geht es um eine Entscheidung. Wem diene ich? Wem gehört mein Leben? Und somit ist das Abendmahl immer wieder auch eine Erinnerung an unsere Taufe, an die Entscheidung, dass mein Leben ganz ihm gehört. Und so lass uns jetzt das Abendmahl nehmen. Sing ein Lied, Jurek.